Ich bin Fabienne, ich komme von Steinen und bin vor einigen Jahren in die Innerschweiz gezügelt. Ich bin Simon, ich komme von Hauptiken, das gehört zum schönen Säuliamt. Und Fabienne ist mein Schatz. Für mich ist Negrisee ein See eigentlich wie der andere. Er ist wohl schön gelegen, ein bisschen in der Höhe oben. Was sehr schön ist hier oben, ist das Wandergebiet, das es hier hat. Wenn wir über den See schauen, hier den Hogerruhe, dann kann man in die Rahmenecke und in die Halsecke. Für mich ist es nicht wie jeden anderen, weil ich aus der Region Basel komme. Dort haben wir weder See noch Berge und hier ist es eben schön. Also für mich ist es einfach auch noch speziell, weil ich meiner Verwandtschaft, die eben in der Region Basel wohnt, kann zeigen, wie es hier auch schön ist. Es ist sehr grün. Am Egerisee ist sehr internationales Publikum. Also es hat aus der ganzen Welt Leute hier, die hier arbeiten und halt wohnen, weil sie hier arbeiten. Es ist nicht so engstirnig wie vielleicht andere Teile der Zentralschweiz. Im See baden, Wasserski wird gefahren hier oben. Bin ich auch schon gewesen mit meinem Kollegen. Das ist auch sehr schön. Und ja, jetzt bauen sie dann ein neues Baderesort oben. Und dann kann man wellnessen und baden und zum Abschalten Ferien geniessen. Man kann Schifffahrt machen, man kann fischen, man kann Mountainbiken. Fein essen. Also das ist der Rattenpass und der verbindet das Egerital mit der Region Einsiedeln und noch etwas weiter runter mit dem oberen Zürichseegebiet. Geeignet für Töfffahrer. Hat im Sommer sehr viele Töfffahrer, die da drüber reingehen. Ist relativ schnell erreichbar von der Zürichseeseite, auch von der Zentralschweiz. Ist aber auch sehr geeignet für Familienausflüge mit Kind, Bröteln, einfache Wanderungen. Im Winter Skifahren, es hat einen Skilift hier oben auch. Also, es war ein super schöner Ausflug, über meine Lieblingsstrecke. Danke vielmals, voilà, ma Suisse. Danke vielmals und tschüss.